In diesem Video spreche ich über ein Geheimnis und wenn du das kennst, werden sich alle deine Wünsche erfüllen. Jetzt denkst du wahrscheinlich direkt, naja, das kann ja nicht sein, das ist ja fürchterlich übertrieben. Und oder du bist gespannt. Ich hoffe Zweiteres. Okay, lass uns loslegen. Es gibt etwas außer dem Gesetz der Anziehung, das ist das The Secret, was natürlich auch die meisten inzwischen kennen, also zumindest wahrscheinlich, wenn du dich hier mit diesem Kanal beschäftigst, nehme ich an, dass du das kennst, dass du dich schon damit beschäftigt hast. Und trotzdem ist es ja so, dass viele das nicht schaffen, diese großen Wünsche in ihrem Leben zu manifestieren, sondern vielleicht eher so kleinere Sachen, ja, so mal etwas, was sie mal sich wünschen, aber diese großen, wichtigen Dinge, Geld, Partnerschaft, Gesundheit und so weiter, die bleiben oft außen vor und dann überlegen die Leute hin und her, was habe ich da vielleicht verkehrt gemacht, wie kann ich mir das nur erfüllen, und so weiter. So, und das Geheimnis, über das ich heute sprechen möchte, das ist das Fragen stellen. Kleine Kinder stellen Fragen, wenn sie die Welt entdecken. Und als Eltern, als Mutter oder Vater, meine Güter, wenn du selber Vater oder Mutter bist, dann kennst du das, da kann man manchmal ganz schön verzweifeln, wenn kleine Kinder ihre Fragen stellen und immer wieder ein Warum hinterher schieben und ein Warum hinterher schieben und immer erneut. Und ich habe das bei meinen Kindern immer sehr geschätzt, weil mir damals schon klar war, dass diese Fragen eine ganze Welt eröffnen. Eine ganze Welt eröffnen. Und dass wir das als Erwachsene auch machen sollten. Dass wir gut daran tun, wenn wir ebenfalls so viele Fragen stellen. Und es geht nicht darum, dass du in jedem Drama immer wieder Fragen stellst. Das heißt also, wenn du in deinem Leben Situationen hast, die da eigentlich nicht hingehören, ja, dass du dann immer wieder fragst, oh Gott, warum? Und meine Eltern, ich hatte vielleicht eine schwere Jugend, oh Gott, warum? Ja, darum geht es nicht unbedingt. Obwohl es auch da manchmal sicherlich nützlich sein kann, denn wenn du drauf kommst, dass auch deine Eltern vielleicht nur so gut gehandelt haben, wie sie handeln konnten, wird dir möglicherweise auch klar, dass eigentlich alles okay ist. Und ich meine das Fragen stellen anders. Ich meine das Fragen stellen so, dass du dich fragen darfst, wie großartig kann dein Leben noch werden? Dass du dir die Fragen stellen darfst, wow, wenn jetzt mein Leben schon so und so und so ist, was kann noch alles passieren? Wenn ich jetzt schon ein Dach überm Kopf habe und Achtung, ich benutze mit Absicht ein solches Beispiel, wo du vielleicht denkst, das ist doch ganz normal und selbstverständlich, ist es nämlich nicht, wenn du mal weltweit guckst. Wie großartig kann noch ein Haus sein, in dem ich lebe? Wenn ich jetzt schon einen Kühlschrank habe, der so voll ist, was für exquisite Speisen kann ich noch haben? Wenn ich jetzt schon so eine gute Gesundheit habe und so einen toll funktionierenden Körper, wie fit und wie gesund und wie schön kann ich noch sein? Und so weiter. Auch bezogen aufs Business. Wenn ich jetzt schon einen Kunden habe, wie viele Kunden kann ich morgen haben oder nächste Woche? Das, was geschieht, wenn du diese Fragen stellst, das ist, dass du deinen Raum öffnest. Du öffnest deinen Raum für Möglichkeiten. Wenn du nicht fragst, sondern wenn du immer nur sagst, ich will 10.000 Euro, ich will 100.000 Euro, ich will die Millionen, dann bleibt dein Raum klein, fokussiert auf das, was du willst und du kommst schnell in ein Gefühl von Mangel. Das, was passiert, wenn du Fragen stellst, ist,
dass du in ein Gefühl von Größe, von Weite, von Entwicklung kommen kannst. Wo, denkst du, wird es dir leichter gelingen, deine Realität so zu manifestieren, wie du sie wirklich haben willst? Aus dem kleinen, engen Gefühl von oh, ich will und Mangel? Oder aus dem großen, unendlichen Feld der Möglichkeiten? Dich an dieses Feld der Möglichkeiten anzubinden, an dieses universelle Feld, von dem Wissen, dass alles bereits da ist, dass du aber entscheiden darfst, was du erträumst, ohne in den Mangel zu gehen. Dieses Wissen, dieses Fragen danach, das wird dir sehr viel Raum öffnen und sehr viele neue Möglichkeiten aufzeigen. Ask, believe, receive. Das ist die Reihenfolge, wie man manifestiert. Und das Ask, das ist das, was man als erstes können darf. Und die beiden anderen Punkte sind natürlich genauso wichtig. Aber nach dem Ask, da wissen schon häufig die Menschen nicht richtig zu fragen, sondern oftmals nageln sie sich selbst fest und machen sich klein und eng. Ich hoffe, dieses Video konnte dir beitragen. Wenn du das in einer exzellenten Form für dich erschließen möchtest, melde dich gerne bei uns und für eines unserer begleiteten Coaching-Programme.